Der Bayern-Bananen-Smoothie besteht aus Bananen und Bayern. In Bayern Bananen. Vollreife Bananen aus dem Geschäft. 5 Stück an der Zahl hinein in den Zermixerling. Das ist die 2. Kinder, pass gut auf, ich zähle mit. Die 3. Die kommt in die Mitte von der 5. Weil wenn man die 3. aus der Mitte von der 5 rausnimmt, dann sind es nur 4. Also 2 Paare, die sich gegenüberstehen könnten. So, wer hat mitgezählt? Jetzt kommt die Nummer. Jetzt kommt die Nummer 5. 4. Aber das war eigentlich die 5. Die hat sich vorgedrängelt. Jetzt ist die Nummer 4 dran, die aber jetzt als 5 hin muss. Dann eine ganze Schale Knopfkraut. Französisches Knopfkraut. Franzosenkraut. Vom Gewerbegebietshügel. Aushub. Vom Aushub. Geben wir alles hinein. Das wird ein Spaß. Oh, bisschen viel. Macht nichts. Die Schnecken werden mitgemixt. Oh, nein, das durfte ich nicht sagen. Nun noch für das feine Aroma der Winkelkohl. Mach ich vom Stiel ab. Damit es nicht nach Stiel schmeckt. Damit ich den Stiel behalten kann. Damit ich mehr Stiel habe zu Hause. So, sehr gut. Und da ich ja ein großer Ingwer-Freund bin, ich würde sagen, ein wirklich sehr großer Ingwer-Freund, habe ich hier auch einen Ingwer mitgebracht. Aus dem Gefäß dort. Schneide ich jetzt so Scheiben da rein. Schwipp. 3 dicke Scheiben. Durchmesser ungefähr 0,73 Zentimeter. Also viele Millimeter. Viele Millimeter. Kleine Millimeter rein hingeschnitten. Und noch eine Feige. Bitte, Feige, du Feige, geh da rein. Auch wenn du Feige bist, geh da rein. Und eine Dattel. Weil ich bin ja ein ganzer Süßer. Ich bin ein Süßer. Ich bin ein Süßer. Ich bin der Süßeste auf der Welt. Für mich zumindest. Ein bisschen Wasser. So, jetzt, ja, jetzt noch der Stimpfel. Mal schauen wir mal, ob es auch so geht. 1, 2, 3, gleich wird's laut. 1, 2, 3. Das war's. Nein. Geworden. Der gute Hau. Das schmeckt ja gut. Heute trinke ich mal aus einem Weinglas, in dem vorher Wein drin war.
Zum Wohl. So schenkt aber kein Kellner ein. Seid herzlich gegrüßt, ihr dort in der Ferne draußen, die ja ganz nah bei euch selbst seid. Aber nah ist nicht nah genug. Weil nah dran ist auch vorbei. Das wissen wir jetzt aus dem Chemieunterricht schon. Auch wenn wir nie die Schule besucht haben, können wir einige Rückschlüsse drauf zurückführen. Dass es genauso ist, wie es zu sein mag. Wie es zu sein habt, hat Matt mich.